So, jetzt sind wir alle beisammen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Noventum HR Analytics, Personalkostenplanung mit Co-Planner. Mein Name ist Martha Eggert. Ich bin Business Development and Sales Managerin im Bereich BI bei Noventum und darf Sie durch das heutige Webinar moderieren. An meiner Seite habe ich Thomas Schauer, Director für BI, ebenfalls bei Noventum, sowie unseren Partner Heinrich Nordsieg, Geschäftsführer von Co-Planner, unserem Technologiepartner für CPM-Planungsprozesse. Bevor wir jetzt gleich durchstarten, noch ein paar organisatorische Hinweise. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Chatfenster. Dieses dürfen Sie bitte auch gern benutzen. Im Verlauf des Webinars dürfen Sie gern über dieses Chatfenster uns Fragen stellen. Diese werden wir sammeln und dann gesammelt am Ende des Webinars beantworten. In der Vergangenheit war der Ton nicht immer optimal. Daher bitte, ja, gerade wenn Sie über den Computer uns zuhören, benutzen Sie doch vielleicht lieber Ihr Telefon. Ebenfalls in dem Chatfenster sehen Sie Informationen dazu. Ansonsten dürfen Sie sich gern einfach zurücklehnen und dieses Webinar genießen. Sie bekommen nämlich die Aufzeichnung bzw. die Unterlagen, die wir heute Ihnen präsentieren, im Nachgang zur Verfügung gestellt. Genau, bei weiteren technischen Problemen bitte einfach ebenfalls das Chatfenster benutzen oder mir direkt eine E-Mail schreiben an martha.eggert@noventum.de. Dann übergebe ich an meinen Kollegen Thomas Schauer. Herzlich willkommen auch von mir. Ich darf Sie gemeinsam mit Heinrich Nordzig von Co-Planner durch die nächste Stunde führen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Live-Demo, die Sie hier schon in der Mitte unserer Agenda sehen. Davor wollen wir Ihnen aber noch ein paar kurze Informationen über unsere Unternehmen und Produkte, die wir in der Demo dann auch sehen werden, geben. Dann tauchen wir eben schon ins Detail. Wir sehen uns einen exemplarischen Planungsworkthrough von der Übernahme der Daten bis zum Export an, wo diese Daten dann auch in HR Analytics ankommen, werden Sie dann auch sehen. Und weil Co-Planner nicht nur ein gutes Tool für Personalkostenplanung ist, wird Heinrich Nordzig auch noch einen kurzen Blick über den Tellerrand mit uns machen, um Ihnen ein bisschen auch über die Möglichkeiten jenseits von Personalkostenplanung in Co-Planner zu zeigen. Und am Ende wollen wir natürlich unsere heutige Session kurz zusammenfassen und gehen dann in die Frage- und Antwortrunde, für die wir uns auch ausreichend Zeit nehmen. Ja, das heißt, bis zur Frage- und Antwortrunde haben wir uns erstmal vorgenommen, Ihnen die folgenden Dinge zu vermitteln, einfach zu erläutern, wie einfach moderne Personalkostenplanung auch in diesem komplexen Umfeld des HR sein kann. Was kann eigentlich dieses HR-Planning, das wir Ihnen heute vorstellen? Wie überschaubar ist es, dieses Tool für Sie auch anzupassen? Und wie kann es einfach integriert in HR Analytics funktionieren? Das zeigt auch der ganze Walkthrough, den wir gleich sehen werden. Und natürlich für Sie eine Entscheidungshilfe, ob Sie Personalkostenplanung für HR Analytics für Sie einsetzen können und wie Sie das gegebenenfalls auch um weitere Aspekte erweitern können. Das wird Ihnen Heinrich Nordzig dann eben nochmal im Detail zeigen. Davor, wie angekündigt, ein paar Worte zu unseren Unternehmen. Wir starten mit Noventum. Wir sind ein IT-Management-Beratungshaus mit über 100 Mitarbeitern, das in Münster gegründet, Eigentümer geführt und vielschichtig aufgestellt ist. Wir selbst repräsentieren heute die Business Intelligence Unit. Damit sind wir im Prinzip für Daten unserer Kunden verantwortlich. Und ausgehend von ganz klassischem Warehousing, wie Sie jetzt hier am unteren Ende der Grafik sehen, kümmern wir uns heute typischerweise um alles rund um Controlling. Insbesondere versuchen wir Unternehmenscontroller und ganz speziell auch HR-Controller täglich glücklich zu machen. Und das machen wir nicht nur aus dieser Brille des Business Intelligence Bereichs, sondern auch vielschichtiger, denn wir haben eine eigene Unit, die sich mit HR-Digitalisierung beschäftigt, dafür Systeme bei unseren Kunden einführt und auch das Thema Unternehmenskultur wird bei uns ganz groß geschrieben, denn wir wollen hier auch Change-Prozesse in Unternehmen, die gerade im Rahmen der Digitalisierung besonders an Bedeutung gewonnen haben, vernünftig begleiten und damit sie
wissen, dass wir das auch nicht nur predigen, sondern auch selbst leben. Wir haben mehrfach den Great Place to Work Award oder den Wettbewerb überhaupt in Deutschland gewonnen. Darauf sind wir sehr, sehr stolz und das rundet eigentlich unser Angebot im HR-Bereich ganz gut ab, würden wir meinen. Ja, wir sehen uns heute aber HR Controlling an. Da geht es eher um die Steuerung, die fachliche Expertise, den Fokus auf die für Ihr Geschäft relevanten Kennzahlen. Und dafür haben wir, Sie haben vielleicht das eine oder andere unserer früheren Webinare schon gesehen, ein eigenes Produkt auf den Markt gebracht, das wir HR Analytics genannt haben, das der Datensammlung und Aufbereitung von KPIs eben im HR-Bereich dient. Was steckt da drinnen? Im Wesentlichen ein Datenpool, der einfach und intuitiv zu bedienen ist, aber auch beliebig erweiterbar. Das stellt man natürlich bei vielen Kunden fest, dass es auch ein offenes System sein soll, um weitere Informationen, die für Sie als HR-Abteilung relevant sind, einfach integrieren zu können. Es muss natürlich auch darauf Rücksicht genommen werden, dass da verschiedene Rollen im System angelegt sind, verschiedene Personen aus unterschiedlichen Perspektiven drauf sehen. Der Controller hat natürlich eine andere Sichtweise als jemand, der vielleicht eine einzelne Kostenstelle repräsentiert und nur wissen will, wie steht es um seine Mannschaft. Natürlich gibt es Standardschnittstellen im Wesentlichen zu SAP HCM und zu Persis. Wir bedienen aber auch zahlreiche weitere HR-Systeme, für die es individuelle Schnittstellen dann je nach Projekt gibt. Dafür sind wir schließlich in unserer Business Intelligence Unit auch Experten und Sie können das Werkzeug auf verschiedene Arten betreiben, bei sich im Betrieb oder auch in der Cloud. Ich zeige Ihnen heute nur eine Referenz, auch wenn das System schon an einigen Stellen im Einsatz ist. DM ist natürlich jetzt ein Unternehmen mit gut 40.000 Mitarbeitern allein in Deutschland. Relativ großer Kunde, wird das System sehr umfangreich genutzt. Wir rollen das auch eben europaweit aus. Aber auf der anderen Seite repräsentieren wir auch Unternehmen mit wenigen 100 Mitarbeitern, wie zum Beispiel den DG Verlag, die relativ nah am Standard unseres Produkts operieren. Auch da ist es einfach eingerichtet und man kann direkt mit der Analyse der Daten loslegen. Das heißt also, es ist nicht die Unternehmensgröße ausschlaggebend, ob für Sie HR Analytics das richtige Produkt ist. So viel jetzt mal zu Noventum und HR Analytics. Es geht heute aber um die Planung und die Komponenten für Personalkostenplanung, die wir gemeinsam mit dem Planungsexperten Coplanner entwickelt haben. Coplanner ist ein Software- und Beratungshaus, das aus Graz in Österreich stammt und mittlerweile im gesamten Dachraum sehr aktiv ist, seit fast 30 Jahren für zahlreiche Kunden aller Branchen tätig ist und entsprechend Expertise in diesem Bereich der Planung und des Forecastings, alles, was um Corporate Performance Management sich rankt, zu tun hat. Wer ist Coplanner oder was ist das Produkt Coplanner? Grundsätzlich kann ich erstmal zu Coplanner selbst sagen, es ist unser Partner für Corporate Performance Management. Alles, was wir in diesem Bereich abdecken wollen, kann mit Coplanner sehr, sehr gut gelöst werden, weil Coplanner eine Softwareplattform für Planungs- und Berichtsprozesse ist. Es ist eine Plattform, da liegt der Fokus drauf. Das heißt, Sie haben ein Werkzeug, mit dem Sie auch ganz einfach jedwede Planung abbilden können. Neben der Plattform haben Sie aber auch vordefinierte Standards und verschiedene Facetten von Corporate Performance Management, sodass Sie also nicht notwendigerweise alles von der grünen Wiese aus aufbauen müssen, sondern Sie können eben auch mit entsprechenden Standards starten. Und einen solchen Standard wollen wir uns jetzt heute ansehen. Es geht heute ja um die integrierte Personalkostenplanung, die erstmal als Modul von Coplanner existiert, nunmehr aber perfekt in Noventum HR Analytics integriert ist und unseren gemeinsamen Lösungsvorschlag für Sie repräsentiert. Das heißt, eine Lösung, die durch das gebündelte Know-how aus beiden Häusern entstanden ist. Was steckt da drinnen?
Im Wesentlichen ist das Modul eine Mitarbeiter- bzw. stellenbasierte Personalkostenplanung. Das heißt, wir können auf sehr detailliertem Level die Personalkosten kalkulieren. Das beginnt mit relevanten Informationen aus Ihrem Vorsystem, auf denen wir basierend Planungsvorschläge erzeugen können. Es werden automatische Tarifvertragsinformationen berücksichtigt. Dann wird natürlich planerisch im System gearbeitet. Das heißt, Sie planen Zugänge, Abgänge, jedwede Art von Veränderung und weitere Gehaltsentwicklungen. Diese Informationen werden dann im Durchlauf, im Erstellen des Planungscontents am Ende berücksichtigt. Das passiert alles automatisiert. Ebenso werden lohnabhängige Kosten wie jetzt Sozialversicherungsdaten und Ähnliches automatisch mit berücksichtigt. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das durch einen Workflow zu unterstützen, je nachdem, wer so alles an so einem System beteiligt ist. Das ist ja nicht notwendigerweise nur die HR-Abteilung, weil da werden ja auch viele Informationen von den Kostenstellenplanern etc. beigesteuert. Und das können Sie vom Tool aus auch steuern. Am besten schauen wir uns das aber gleich live an. Ja, apropos live, eine Folie trennt uns noch davon. Die Architekturfolie, nur ganz kurz zum Überblick, dass Sie auch einordnen können, wie gehen jetzt diese Systeme alle zusammen. Wir haben hier ganz unten die HR-Systeme, die bei Ihnen im Einsatz sind, quasi die entsprechenden Vorsysteme, aus denen wir die Informationen holen, die wir dann als für den Planungsvorschlag erstmal brauchen. Dann kennen Sie ja auch schon unsere Datenbank in HR Analytics, dieser Datamart, der von uns aufgebaut wird. Der hat eben sämtliche Informationen in normierter Form vorliegen, die dann für die Analysen verwendet werden. Hier auf der Analyse- und Berichtsebene, das ist also quasi das Aushängeschild von HR Analytics, haben Sie dann jede Menge Dashboards und Berichte, die Sie aus dem Standard nutzen können oder auch adaptieren können, die Ihnen genau diese Informationen dann geben. Und wir sehen uns heute diesen obersten Layer an, nämlich der, der sich um Planung, Forecasting, das Rechnen von Szenarien kümmert. Und dieser Layer bedient sich natürlich aus Informationen unseres Datamarts, gibt aber am Ende des Tages diese Informationen auch in den Datamart zurück. Aber das sehen Sie jetzt gleich in unserer Live-Demo. Dazu muss ich nur einmal den Bildschirm wechseln. Und erstmal das Planungsmodell von Koblenner hier aufschlagen. So, jetzt haben Sie vor sich einen Schirm, der einmal so ganz kurz exemplarisch den typischen Prozess beschreibt, nämlich von der Sammlung von Basisdaten über das Erfassen von Prämissen, welche notwendigen Informationen brauchen wir, um einen Planungsvorschlag zu erzeugen, bis hin zur Detailplanung und dann schlussendlich natürlich zur Zusammenfassung, Auswertung dieser Informationen, und wir können diese Informationen dann wieder auch nach HR Analytics zurückgeben, um das auch im Modell zu zeigen. Apropos HR Analytics, ich rufe jetzt einmal kurz unseren HR Analytics Screen auf. Da haben Sie natürlich jetzt auch in anderen Webinaren vielleicht schon mehr davon gesehen. Es ist eben jetzt hier ein Dashboard in Power BI. Ich habe es jetzt extra für Sie nochmal hier refreshed. Sie sehen jetzt hier durch dieses Blank repräsentiert, es sind noch keine Personalkosten im System. Wir haben jetzt hier für eine Kostenstelle, die wir gleich exemplarisch beplanen werden, einmal einen Verlauf von Ist-Daten dargestellt. Vorjahres-Ist-Daten sind hier grau dargestellt und wir wollen jetzt gleich natürlich Plandaten dazu erzeugen. Es mag vielleicht etwas seltsam anmuten, dass wir die Plandaten jetzt erst im laufenden Jahr erzeugen, aber das ist jetzt der Demo geschuldet. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Wir machen jetzt gleich einen Forecast, in dem wir quasi den Plan auch mit erledigen, sodass wir diese Daten dann bis zum Ende des Jahres und für weitere Jahre gefüllt haben. So viel jetzt nur ganz kurz zu HR Analytics, wo wir dann gleich nochmal vorbeischauen werden. Auch im Koblenner gilt das, nämlich diese Daten, diese Personalkosten, die am Ende rauskommen, sind zu diesem Zeitpunkt noch leer und ich habe auch noch keine Ist-Daten importiert. Das wird sich gleich
ändern, wenn wir jetzt hier unseren Durchlauf starten. Ja, und damit starte ich jetzt. Ich klicke jetzt hier einmal auf Import ausführen. Das heißt, das System befüllt sich jetzt aus HR Analytics. Wie schon angedeutet, für HR Analytics gibt es diese Schnittstelle. Das heißt, es werden Stammdateninformationen genauso wie Bewegungsdaten, also das heißt, die Personalkosten ist jetzt automatisch angezogen. Wir werfen einen kurzen Blick in den ein oder anderen Bereich hinein. Ich mache jetzt hier gerade mal die Tarifverträge auf. Wir haben hier jetzt ein Beispiel einer Kostenstelle, die Sie gleich sehen werden, und eines Betriebs, der sich am Tarifvertrag Metall NRW orientiert. Entsprechend ist dieser Tarifvertrag hier exemplarisch abgebildet. Hier sind die einzelnen Gruppen. Sie wissen, diejenigen, die sich in der Branche bewegen, dass es hier auch natürlich verschiedene Stufen gibt, insbesondere den höheren Gruppen, werden alle 12 oder 18 Monate diese Stufen durchlaufen. Aber sehr schön kann man sich das, glaube ich, aus jeder Branche bei unseren Auszubildenden vorstellen, weil hier gilt eben typischerweise, man steigt in der Stufe AZ01 ein und wechselt dann im zweiten Lehrjahr, also eben nach 12 Monaten auf 02 etc. Nur, dass Sie jetzt mal so kurz Informationen haben. Wir haben natürlich auch AT-Mitarbeiter in unserem Beispiel und können beliebige weitere Tarifverträge abbilden, die dann auch unmittelbar aus HR Analytics importiert werden können. Dann sehen wir uns vielleicht gerade noch die Kostenstellen an. Auch hier, unser Beispiel basiert jetzt auf einem SAP-entlehnten Beispiel, dieser Best One Deutschland. Und diese kennt verschiedene Kostenstellen und wir bewegen uns jetzt gleich hier im Projektzentrum Frankfurt und ganz konkret auf dieser Montage Lifte 1 Kostenstelle. Die Informationen zu den Mitarbeitern finden wir jetzt unter diesem Menüpunkt Stammdaten. Hier ist die Kostenstelle schon vorselektiert. Es gibt hier einen einfachen Button Kostenstelle merken. Wenn ich den anklicke, dann merkt er sich diese Kostenstelle für alle weiteren Masken. Das hatten wir jetzt schon voreingestellt und dementsprechend ist sie hier schon aufgetaucht. Wir sehen uns kurz an, was haben wir hier alles an Mitarbeitern. Wir haben hier ein paar Auszubildende in verschiedenen Lehrjahren. Das sehen Sie hier auch immer an der Gruppe. Wir haben einen außertariflichen Mitarbeiter, den Bernhard Boss, also den Chef der ganzen Truppe. Und entsprechend auch noch zwei Meister, einmal die Michelle Meisterin und den Manfred Meister. Das sind so sprechende Namen, dass es einfach ist, glaube ich. Für die gibt es verschiedene Stammdatensätze, die also repräsentieren, wie sind die Personen gerade eingestuft. Und da haben wir jetzt hier eine Information noch mit dran, die also quasi jetzt mal zeigt, was hat dieser Mitarbeiter aktuell für eine Stufe, welche Sozialversicherungspflichtigkeiten bestehen etc. Ich wechsle jetzt mal diesen Filter und sage, ich melde jetzt nicht nur den aktuellen Stand ansehen, sondern auch historische Stände. Dann sehe ich zum Beispiel, dass sich bei der Michelle Meisterin hier etwas getan hat über die Zeit und das wollen wir uns vielleicht mal ganz kurz ansehen, damit Sie eben auch einen Überblick über die Stammdatensätze kriegen, die im System so auch vorrätig sind. Und was wir hier gut sehen an diesem Beispiel, Michelle Meisterin ist jetzt über die Stufung schon in ihrer Historie ein bisschen durch das Raster gelaufen. Das heißt, sie ist mal in der Stufe 14.1 eingestiegen. Nach 12 Monaten ist sie auf 14.2 und dann wieder auf 14.3. Dieser Stammsatz gilt zwar erst ab Januar 2017. Wir haben diese fiktive Gesellschaft da erst ausgegründet. Entsprechend ist der Stammsatz hier, repräsentiert er nicht die 12 Monate. Aber diese Information, wann sie zuletzt gesprungen ist, wurde entsprechend auch übernommen. So, jetzt haben wir hier sozusagen eine kleine Bewegung und aktuell gilt jetzt hier mal dieser Satz seit April 2018. Das ist jetzt aber noch kein planerischer Satz, sondern eben erstmal nur die Analyse der angelaufenen Ist-Entwicklung. Ebenso verhält es sich bei den Personalkosten. Auch hier können wir mal reinschauen. Das ist jetzt erstmal der Gesamtüberblick unserer Kostenstelle. Wir haben importiert, weil wir uns jetzt hier in einem Forecast befinden, der dann gleich
mit September beginnen wird. Erstmal Ist-Daten bis einschließlich August 2018 und haben auch das Folgejahr komplett mit rein importiert, um Referenzwerte zu haben. Ja, unsere Mitarbeiter haben laufendes Entgelt, sie haben Leistungszulagen, sie haben entsprechend Einmalzahlungen erhalten. Das ist jetzt hier das tariflich vorgesehene Weihnachtsgeld im November. Und natürlich sind auch entsprechend die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung entsprechend geflossen. Diese Informationen haben wir auch mit übernommen. So, dann kommen wir jetzt schon zu den Prämissen und können uns ansehen, was wir jetzt vielleicht noch vorweg schnell einstellen müssen. Ganz kurz nur ein Exkurs zur Szenarioauswahl. Ich habe Ihnen ja schon kurz erläutert, dass wir uns im Forecast 2018 befinden. Für den gilt, es sind Ist-Daten vorhanden bis 31.08. Und der Forecast-Zeitraum gilt bis 31.12. Darüber hinaus rechnen wir allerdings bis 2021 unsere Planwerte noch aus. Dann haben wir natürlich auch ein paar Basisinformationen sowie die Tarifvertragsinformationen, die also dann nachher für die Ermittlung der richtigen Gehälter gemäß Einstufung herangezogen werden. Hier habe ich jetzt auch aus Metall NRW die Werte entsprechend übernommen. Sie sehen dann, dass es hier eine Entwicklung natürlich gibt. Es ist aktuell der Tarifvertrag seit April 2018 gültig und er läuft gemäß Vereinbarung bis März 2020. Darüber hinaus habe ich erstmal keine weiteren Informationen, daher steht einfach der gleiche Wert wieder hier drin. Wir können aber jetzt hier auch schon mal planerisch tätig werden und einfach die Annahme treffen, dass wir sprechen ja immerhin von den Metallern, dass wir hier wieder eine 5%ige Steigerung drin haben werden. Das hat sich jetzt automatisch durchgerechnet auf alle Werte da runter, sodass wir jetzt hier mit dieser Planungsannahme dann gleich in den Planungsvorschlag gehen können. Ebenfalls ist es noch wichtig für die Ermittlung der entsprechenden abhängigen Lohnarten, also Sozialversicherungssätze in erster Linie, dass wir die entsprechenden Beitragssätze und Bemessungsgrenzen erfassen. Da bin ich jetzt auch schon einmal kurz durchgegangen und habe die gültigen bzw. erwarteten für die Folgejahre hier erfasst. Wenn sich da natürlich gesetzlich etwas ändert, kann man das vorneweg hier relativ einfach erfassen. Und einen Punkt betrachten wir noch, bevor wir einen Vorschlag erzeugen. Ich habe ja eingangs mal davon gesprochen, dass es verschiedene Stakeholder in so einem Prozess typischerweise auch gibt, nämlich nicht nur die HR-Abteilung, sondern auch diejenigen, die für die Personen dann verantwortlich sind. Wir unterstellen jetzt hier, dass wir dem Kostenstellenverantwortlichen ein solches Template auch geben, der dann gewisse Informationen vorneweg schon als Planungsvorschlag uns mitgeben kann in die HR-Abteilung. Das kann jetzt sein Personalbedarf sein, wenn er sagt, ich brauche hier zwei Mitarbeiter der und der Ausprägung. Das können aber auch tatsächlich Anpassungen der bestehenden Mitarbeiter sein. Wir machen jetzt hier ein einfaches Beispiel der Zulagen. Die könnte man jetzt auch schon automatisch vorgeschlagen haben, weil das ja auch Dinge sind, die dem Tarifvertrag zumindest im Mittel dann entsprechen müssen. Ich unterstelle mal der Einfachheit halber die 10%. Da gibt es auch Modelle, die einfach die zuletzt gezahlte Zulage automatisch hier fortschreiben. Damit Sie aber auch ein bisschen sehen, was der Vorschlag dann bewirken kann, trage ich jetzt hier für alle außer Auszubildenden, Angestellten und AT-Mitarbeiter, also die typischen, die jetzt hier auch diese Zulagenregelung unterliegen, einfach die 10% als Vorschlag ein. Das werden Sie dann auch gleich sehen, dass das entsprechend übernommen wird. Und jetzt komme ich dazu, diesen Vorschlag zu erzeugen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach her, drücke diesen Knopf und kann mir schon in der Detailplanung die Entwicklung, hoppla, habe ich falsch geklickt, die Entwicklung der Mitarbeiter ansehen.
So, da haben wir jetzt einmal die komplette Palette meiner Mitarbeiter, wiederum dieser Kostenstelle Montagelifte 1 vor uns. Fokussieren wir uns vielleicht mal auf ein paar Kollegen, die wir schon kennen, oder eine Kollegin, nämlich die Michelle Meisterin. Da haben wir ja vorher schon ihre Ist-Entwicklung gesehen von 14.1 bis 14.3 und jetzt hat das System die letzte Stufung, die hier noch vorgesehen ist, laut Tarifvertrag auch automatisch vorgenommen und sie wurde in EG 14.4 eingestuft. Dann nehmen wir eine Auszubildende in den Fokus, das ist die Stefanie Schlau. Unsere Stefanie Schlau ist jetzt in die Einstufung des vierten Lehrjahres schon vorgerückt, obwohl sie ihre Prüfung schon bestanden hat, zugegeben. Unser Beispiel hinkt hier ein wenig, aber wir gehen mal davon aus, dass wir sie übersehen haben. Sie ist aber eine so gute Mitarbeiterin, dass sie jedenfalls übernommen werden soll. Das heißt, wir wollen sie natürlich nicht jetzt freisetzen, sondern wir würden sie gerne bei uns im Unternehmen behalten. Und dazu können wir jetzt einfach diese Kollegin hier auch entsprechend adaptieren. Wir lassen diesen Stammsatz jetzt erstmal noch bis Oktober laufen. Das machen wir jetzt hier, indem wir einfach das Ende hier setzen und sagen, ab hier gilt ein neuer Satz. Und ab November wollen wir sie natürlich in ein neues Verhältnis überführen. Sie soll eingestuft werden nach EG 08. Und da schreiben wir vielleicht noch gerade hin, Übernahme Frau Schlau. Und das wäre es dann erstmal für die Frau Schlau. Wir haben vielleicht aber noch eine Möglichkeit, die auch typischerweise in der Personalkostenplanung vorkommt, die wir gleich anwenden wollen. Wir wollen sie nicht in unserer Kostenstelle behalten, weil da haben wir jetzt keinen Platz für sie, aber sie kommt eben in den Einkauf. Daher wechsle ich jetzt hier die Kostenstelle ab diesem Zeitpunkt in den Einkauf. Die Zeile verschwindet, das ist logisch, weil ja der Filter hier auf Montagelifte 1 steht. Wenn wir den Filter eins weiter oben setzen, dann taucht er auch wieder auf. Entsprechend sieht man auch, wo sie jetzt gelandet ist. Wenn wir jetzt hier den Einkauf beplanen würden, würde natürlich jetzt erstmal nur eine Mitarbeiterin auftauchen, wie man hier auch in der Dimension sofort sieht. Wir wechseln mal, das ist die falsche, wir wechseln jetzt hier zur Montagelifte 1 zurück. Und sehen uns noch den Meister an. Der Manfred Meister. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon vorher aufgefallen, dass er der Einzige war, dessen Stammsatz abgelaufen ist, nachdem wir das von HRA übernommen haben. Der geht tatsächlich in Rente mit Juni 2019. Daher müssen wir da uns um einen Ersatz kümmern. Das geht ganz einfach. Wir klicken einmal auf Neue Zeile anlegen. Das System schlägt uns jetzt wieder einen neuen Stammsatz vor. Und wir sagen jetzt hier erstmal, das ist ein neuer Mitarbeiter. Den nennen wir neuen Meister, weil ich heute nicht so kreativ bin und wir natürlich auch nicht wissen, wie er heißen wird. Und nehmen den aber vielleicht schon im April auf, weil schließlich und endlich müssen die beiden sich ja noch ein bisschen kennenlernen, zwecks Einarbeitung. Und wir gehen mal davon aus, dass er in der ersten Stufe beginnt. Und damit kann ich schon diese Anlage fortfahren. Natürlich verschwindet er jetzt wieder hier, weil inzwischen hat mir das System automatisch ein neues Element angelegt und hier ist eben unser neuer Meister auch drinnen und dessen Daten werden jetzt entsprechend auch entwickelt. Jetzt würde ich noch zu einem Beispiel schnell wechseln.
Das auch typisch ist in so einem Kontext, nämlich wir planen jetzt mal Elternzeit für den Paul. Der Paul möchte, kann man nicht so hundertprozentig sagen, aber vermutlich ist er von April bis Mai in Elternzeit. Daher terminieren wir jetzt hier mal diesen Satz, legen einen neuen an von April bis Mai. Vermerken uns das auch als Planungskommentar. Elternzeit, da ist die FTE, der FTE dann 0. Und wenn ich nochmal eine neue Zeile anlege, ab Juni ist er ja wieder da, dann bildet das den Fall eigentlich schon ganz gut ab. So viel zur Entwicklung der Mitarbeiter. Natürlich schlägt sich das jetzt auch in unseren Personalkosten entsprechend wieder nieder, wollte ich sagen. Das heißt, wenn wir hier jetzt unseren neuen Meister zum Beispiel rauspicken, dann sehen wir, dass der 2019 eben im April anfängt. Wenn wir jetzt mal nochmal seine Kollegin, die Michelle Meisterin, uns rauspicken, als die falsche, dann sieht man auch hier ganz gut, wie die automatische Entwicklung einfach durchlaufen ist. Also ohne, dass wir planerisch hier eingegriffen haben, sieht man jetzt hier, was zu den einzelnen Stufungszeitpunkten passiert ist. Hier haben wir einen Zeitpunkt in April 2019, das war der letzte Stufungspunkt, der hier passiert ist. Auch hier wieder in dem Fall gemäß Tarifvertrag 55% 55% Weihnachtsgeld, die automatisch gezogen worden sind, sodass man auch da gleich sieht, alles an Automatismus hat gegriffen. Aber natürlich könnten wir jetzt auch hier bei außertariflichen Mitarbeitern wie unserem Bernhard Boss nochmal planerisch eingreifen und entsprechende Zulagen oder auch neue Entgelte oder Ähnliches bezahlen, die hier dann auch entsprechend zur Eingabe frei sind, sodass wir auch hier natürlich Planungsanpassungen sehr einfach vornehmen können. Wir machen ihm jetzt hier mal ein, geben ihm ein kleines Goodie und erhöhen ihn hier um 5% und können auch das dann wieder verarbeiten. Sie sehen, das schreibt sich automatisch durch und jede Änderung, die wir hier angebracht haben, wird auch gehighlightet. Auch das für die spätere Unterscheidung, habe ich hier einen Eingriff gemacht oder nicht. Das können Sie natürlich auch in dem Protokoll nochmal ansehen, aber erstmal hier auch schon als Offenlegung während der Planung. Das so im Schnelldurchlauf mal zu den einzelnen Planungsschritten. Sie haben hier jetzt noch einen angedeuteten Schritt, der ist auch nicht aktiv aktuell, der Plausibilisierung. Hier kommen typische Dinge rein, wie habe ich die Zulage gemäß Tarifvertrag auch über die Gesamtheit der Mitarbeiter erreicht? Habe ich die FTE-Vorgaben, die von meiner Geschäftsführung sind, eingehalten? Wie ist der Verlauf der Personalkostenentwicklung, wie ist der Verlauf des Mitarbeiterstandes? Das kann hier so eine Plausibilisierung entsprechend hinterlegt werden und würde hier jetzt dann auch noch mit einer Ampellogik angezeigt werden. Haben wir uns jetzt für die Demo aus Zeitgründen gespart. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist erstmal der Export nach HR Analytics. Wir schauen uns auch gleich nochmal die Übersicht der Daten an. Ich starte hier nur schnell den Export. Da muss ich Sie nicht lange quälen mit der Einstellungsmaske. Wir haben einfach jetzt hier gesagt, wir exportieren jetzt hier diesen Forecast von 18 bis 21 und der soll jetzt hier in der entsprechenden Spalte Budget für die Folgejahre dann auch angezeigt werden. Das habe ich jetzt hier mit wenigen Klicks gestartet. Im Hintergrund läuft der Prozess, der diese Daten befüllt. Und wir wechseln mal ganz kurz noch die Ansicht. Bevor wir jetzt gleich nach HR Analytics nochmal schauen, möchte ich Ihnen gerne auch ganz kurz zeigen, dass diese Informationen oder diese Planungen, die wir jetzt vorgenommen haben, auch über die Web-Oberfläche erreichbar sind. Ich zeige das jetzt mal exemplarisch.
in der neuen Web-Oberfläche von CoPlanner auf Basis dieser Personalkostenübersicht, nämlich ähnlich, wie Sie es gerade gesehen haben. Auch hier nochmal nehmen wir jetzt uns mal unseren Manfred Meister raus. Die Entwicklung relativ einfach einsehbar. Sie sehen sofort, der hört jetzt hier im Juni auf. So haben jetzt auch entsprechend die Informationen ausgesehen und wir haben jetzt hier schon nicht mehr nach Lohnarten die Dinge aufgespannt, die Sie ja vorher schon gesehen haben, laufendes Entgelt bis Arbeitgeberanteile, sondern wir haben sie schon nach Personalkostenarten dargestellt, wie wir sie dann nachher zum Beispiel in der Darstellung der G&V verwenden können. Das können Sie aber auch natürlich beliebig anpassen und vom Bild her wieder tauschen zum Beispiel. Oder wir haben es jetzt hier mal pivotiert. Das heißt auch hier wieder die einfache Möglichkeit, innerhalb der Planungsmaske beliebig zu steuern. Zu sagen, lassen wir uns mal nach Kostenstellen ansehen. Dann werden Sie natürlich nicht mehr so viel sehen, weil, spare ich mir, weil wir hier ja nur eine Kostenstelle beplant haben, nämlich unsere Lifte 1. Das ist aber jetzt im Prinzip ident. So viel nur mal so ein paar Informationen. Was können Sie hier in der Ansicht auch schon auch im Web machen? Und jetzt springe ich nochmal zurück zu unserem Power BI Portal, das Sie vorher schon mal gesehen haben. Ich refresh jetzt diese Informationen. Dauert einen Moment und wir haben jetzt hier Personalkosten von 1,3 Millionen. Da würde ich sagen, refresh ich einfach nochmal den Bericht hier oben, so wie ich eingestiegen bin. Hier sind die 1,3 Millionen, die jetzt hier auch dargestellt sind. Wir können natürlich auch andere Jahre uns anzeigen. Da sind es jetzt, das war jetzt mein Fehler, wir sollen das Jahr auswählen. Ich springe mal hier zum Jahr 2018 zurück, weil Sie hier noch eine bessere Übersicht haben. Also wir haben jetzt hier natürlich nicht nur die Ist-Daten, wir haben den Planwert ganz genau hier stehen. Wir haben hier den Aufriss nach Lohn, Gehalt, Gehaltszulagen. Wir haben die Arbeitgeberanteile getrennt und wir haben natürlich auch die Stellen, die diese Personen eingenommen haben, hier exemplarisch mit aufgelistet. Eine Plan-Ist-Abweichung existiert, weil wir ja einen Forecast gemacht haben für die ersten Monate nicht. Darüber hinaus sind es eben nur planerische Werte, die hier entsprechend eingegangen sind. Und an der Stelle bin ich jetzt mit meinem Walkthrough ganz schnell auch schon am Ende, sodass ich weiterschalten kann an meinen Kollegen Heinrich Norzig, der uns jetzt nochmal ein bisschen Ausblick auf die anderen Möglichkeiten, die CoPlanner sonst noch bietet, gibt. Dazu muss ich jetzt nur ganz kurz die Moderatorenrolle an ihn übergeben. Und erteile ihm hiermit auch das Wort. Wir hatten eben beim Thomas Schauer gesehen, wie so eine Anwendung funktionieren kann. Ich würde noch mal den Scope etwas erweitern. Zunächst einmal zum Unternehmen CoPlanner selber noch mal ein paar Worte. Wir sind Experten für CPM und zwar für CPM heißt eigentlich, dass man nicht nur Daten analysiert, sondern dass man auch Daten bearbeitet und erzeugt, so wie wir es eben gemacht haben. Wir haben einen Plan erzeugt für die Zukunft. CPM kann aber auch bedeuten, dass man zum Beispiel Konsolidierung betreibt und dann Konsolidierungsdaten erzeugt. Dafür sind wir Experten. Dafür haben wir vordefinierte Module, die zum Beispiel Unternehmensplanung abdecken, Umsatz, Kostenstellen, Investitionen, das Thema Finanzplanung, das Thema Personal oder andere Dinge. Die sind, wie gesagt, als Module verfügbar. Heute haben wir uns das Personalmodul angeschaut. Ich schaue gleich nochmal auf ein paar andere Module drauf. Aber diese Modelle sind nicht fix, sondern wir zielen darauf ab, dass der Fachbereich das Controlling in die Lage versetzt wird, selber solche Module zu bauen. Die Power-User können also selbst modellieren. Die Zielrichtung soll sein, dass sie, sobald sie einen Sachverhalt haben, den sie abbilden wollen,
nicht nur zu Excel greifen, um so ein Modell zu erstellen, weil das Modell in Excel relativ bald wieder enden wird, aufgrund von Excel-Problemen, sondern dass sie dann sagen, okay, ich habe doch ein Werkzeug, mit dem ich das machen kann, meine Controllers Workbench, mein technisches Werkzeug, und das möchten wir halt erreichen, dass sie dort Copilot verwenden werden. Diese Modelle, die wir entweder liefern, die sie selber bauen, werden untereinander verzahnt, sodass ein einheitliches System besteht. Man braucht also nicht verschiedene Systeme für die verschiedenen Facetten, Planung, Konsolidierung, HR, whatever, sondern tatsächlich in einem Tool arbeitet mit einheitlichem Datenmodell und der Verzahnung dieser Daten untereinander. Das Ganze in vielfachen Szenarien. Wir hatten eben ein Szenario Forecast produziert, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass, um beim Beispiel von eben zu bleiben, der Tarifvertrag sich anders entwickelt, dann können wir einfach das Szenario kopieren, die Tarifverträge anpassen, neu durchrechnen und haben eine Simulation erstellt. Das Ganze unterstützt durch Workflows. Ein Makro-Workflow ist eigentlich in unserer Denkweise der Workflow. Ich habe jetzt viele Beteiligte, die Daten beitragen müssen. Ich koordiniere über einen Makro-Workflow, dass jeder seinen Beitrag liefert. Über einen Mikro-Workflow ist, der den Anwender durch den Prozess der Planung führt, wie wir eben gesehen haben, von dem Import aus HRA über die Planung bis zum Export. Da ist die Reihenfolge vorgegeben und unterstützt, wie er denn damit umgehen kann. Was bieten wir? Wir bieten natürlich das System selber an. Wir haben die Option, sich ein System bauen zu lassen, auf den Leib zu schneidern als Turnkey-Lösung. Besser ist es, effizienter ist es, wenn man das gemeinsam macht im Rahmen eines Coachings. Das heißt, der Fachbereich modelliert und wir unterstützen dabei, denn dann beherrschen wir das System hinterher noch am besten. Dazu gehört das Training, dazu gehört auch die Wartung und Weiterentwicklung der Software. Einmal im Jahr haben wir ein Major-Release, wo neue Funktionalitäten im größeren Umfang dazukommen. Meine Releases gibt es häufiger, wo dann kleinere Erweiterungen drinstecken oder wo auch Fehler, die vielleicht drinstecken, gehoben werden. Und natürlich einen User Support. Die Personen, die im Projekt unterwegs waren, aber auch die Kollegen in Graz bieten Support deutschsprachig und zu Arbeitszeiten, die sie gewohnt sind. Das Unternehmen Copilot gibt es schon seit einigen Jahren. Um genau zu sagen, wir haben nächstes Jahr das 30-jährige Jubiläum. Das heißt, gibt eine gewisse Referenzliste. Der größte Kunde, der mit dem System unterwegs ist, ist sicherlich Bayer mit 2000 Anwendern. Es gibt aber auch Unternehmen, die mit ein oder zwei Anwendern mit den Gruppen arbeiten. Das ist da eine große Skala abgedeckt. So, genug der Vorrede. Gehen wir nochmal eine Ebene weiter und schauen uns das System an. Das heißt, hier habe ich den Copilot gestartet. Das hatten wir eben gesehen. Die Personalplanung aus der Integration mit HRA. Jetzt im Unterschied dazu, jetzt fokussieren wir uns mal nicht darauf, das haben wir eben gesehen, sondern wir gehen mal einen Schritt weiter. Was heißt eigentlich, diese Personalplanung ist ja in die Unternehmensplanung eingebettet. Gehe also einen Schritt zurück. Und wir haben hier die gesamte Unternehmensplanung Prediction von einer Vorhersage, wie wird sich das Unternehmen entwickeln, über die Umsatzplanung, Kostenstellenplanung bis hin zur Plan G und V und Planbilanz. Auch hier wieder, das Szenario ist zu aktualisieren. Wir werden Sie gleich sehen, das ist der gleiche Dialog, den wir eben hatten. Also auch hier wieder die Angabe von wann bis wann. Und Aufsatz eines Workflows, wo ich hinterlege, wer soll was tun. Unser Beispiel werden wir gleich mal durchspielen. Wenn wir aber einen Prozess starten, könnten wir damit starten, dass wir erstmal einen Vorschlag machen für unsere Anwender. Das wird dann über einen Forecast-Prozess erstellt. Das heißt, man kann die Ist-Daten, die auf der linken Seite dargestellt, analysieren nach den verschiedenen Facetten. Also Zeit, Ablauf, Mengen, was haben wir verbraucht, über die Produkte, jeweils über die Kunden, wie hat sich das Unternehmen entwickelt. Und aus dieser Information kann man dann statistische Algorithmen einen Vorschlag erzeugen. Hier mal aus einem Projekt ein Beispiel. Das heißt, blau dargestellt, das waren die Umsätze, die im Ist gelaufen sind. Grün, das ist der Vorschlag, den das System erzeugt. Gelb, das ist die Simulation, um die Güte des Vorschlages zu analysieren und
hier unten die Datensätze, die ignoriert wurden in der Betrachtung. Das wird man dann nicht über ein Jahr machen, sondern über das gesamte, den gesamten Zeitraum, der verfügbar ist. Das heißt, eine gewisse Punktwolke. Am Ende des Tages bekommen wir daraus dann mit den grünen Punkten eine Vorhersage. Und das ist dann ein Ansatz zu sagen, okay, wenn wir jetzt in die Planung einsteigen, das sei der Vorschlag. So, der Vorschlag soll validiert werden durch diejenigen, die sich damit auskennen. Das sind im Zweifel die Anwender, die am Markt unterwegs sind. Das heißt, ich starte mal den Co-Planner aus der Sicht des Anwenders, des Nicht-Fachbereich-Modellierers. Das heißt, ich habe hier kaum was zu tun. Ich habe Aufgaben. Aufgaben sind entweder für mich zugewiesen als Person, das heißt eine individuelle Aufgabe für den Herrn Nordsieg, der hat den Aufgabenumsatz zu planen. Machen wir den mal auf. Hat dort eine Umsatzplanungsmappe, wo er eine Vorbelegung hat über den automatischen Forecast, den er jetzt automatisch ändern kann. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich glaube, ich erreiche insgesamt 50 Millionen Umsatz und schreibe den Wert entsprechend. Ja, ich schreibe 2019. Hier. Oder 51 Millionen, dass ich hier entsprechend dann den Wert anpasse und die Menge gegebenenfalls auch anpassen kann. Das System wird dann, ich habe irgendwas abgeschützt, wird entsprechend durchrechnen, dass meine Umsätze entsprechend variiert werden. Wenn ich diese Umsatzplanung kann ich nach Produkten vornehmen. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich hätte gerne das nach Kunden geplant, dann werde ich entsprechend dann in meiner Kundensicht damit operieren. Oder ich könnte auch so vorgehen, dass ich die Umsatzerlösarten differenziere, je nachdem, wie das Modell aufgestellt ist. Nach dieser Planung, wenn ich damit durch bin, werde ich sagen, okay, ich bin damit durch. Das heißt, meine Planungsmaske ist weiterhin verfügbar. Ich kann sie aber jetzt nur noch lesen. Ich kann sie jetzt nicht mehr bearbeiten. Und habe hier noch diverse andere Aufgaben, zum Beispiel die Kostenstellenkosten zu planen. Das hängt entweder am Anwender oder wir können noch hinterlegen, nein, ich möchte, dass ein bestimmter Anwender, dass die Kostenstelle XY geplant wird. Dann gehe ich entsprechend auf die Kostenstelle, bin dann voreingestellt auf die Kostenstelle, mache meine Planung und hake in der ab, okay, ist erledigt. Das Ganze sieht man dann über den Status des Workflows. Sieht ein bisschen aus wie Tetris. Hier sieht man, es gibt 8 Personen, die Umsatz planen sollen. Davon haben 8 ihren Job noch nicht erledigt und es ist überfällig. Einer ist fertig, das bin ich. Die anderen Themen sind blau. Das heißt, sie sind noch to do, aber noch nicht erledigt, aber auch noch im Zeitrahmen. Zurück also zum Workflow. Das heißt, man kann dann feststellen, okay, wie sieht mein Umsatz aus? Guckt mir diese Umsatzplanung noch gesamt nochmal an. Wenn ich damit zufrieden bin, kann ich mir selber einen Merker setzen. Passt. Das Thema ist durch. Und übertrage diese Daten in die G&V. Das heißt, ich habe dann in meiner G&V, die sich dann zusammensetzt aus den verschiedenen Facetten der Detailplanung, habe ich dann einen Wert für meine G&V, jetzt nur der Umsatz, und kann dann daraus mir auch eine Planbilanz entwickeln, die dann auf Basis dieser Daten und der Parametrisierungssystems mir meine Bilanz entwickelt, dazu auch den Cashflow, dazu auch die Bewegungsbilanz, mit dem ich das auch im Detail analysieren kann. Die verschiedenen Detailplanungen, welche hier verwendet werden, ist in jedem Unternehmen möglicherweise unterschiedlich. Die einen planen Kostenstellen nach Kosten zentral, die anderen planen Kostenstellen über den Workflow. Am Ende des Tages, welche Kachen hier drinstecken und wie sie aussehen, ist projektspezifisch. Das Modell oder das Modul, das wir da anbieten, ist vordefiniert, dass man das nutzen kann. Wichtig ist, man kann diese Modelle erweitern. Das heißt, dass der Umsatz nach Produkten und Kunden läuft, ist in dem Standard so. Aber wir können durchaus noch Produktfarben aufnehmen oder Vertriebskanäle oder was auch immer in Ihrem jeweiligen System relevant ist. Vielleicht noch ein Highlight, was man daraus produzieren kann, ist nicht nur die Absatz- und Umsatzmenge, sondern tatsächlich auch die Produktion. Das heißt, wie viel müssen wir einkaufen, wie sind unsere Produktionsressourcen belastet, dass man entsprechend dann den Verbrauch laut Stückliste der Kapazität gegenüberstellt. Hier krasse Unterschiede, aber das ist dem Datenmodell geschuldet, dem Beispiel geschuldet, sodass man hier einen kompletten Durchlauf hat. Wenn es darum geht, andere Module zu koppeln, zum Beispiel das Thema Kostenrechnung,
gibt es ein eigenes Modul, das das Thema Kosten- und Leistungsrechnung abbildet über den BAB und das Leistungsnetz, das ich auf die Plane gibt, daraus dann eine komplette Darstellung der Deckungsbeitragsrechnung erzeugen. Das sind alles Optionen, die kann man einsetzen, die muss man nicht einsetzen. Genauso das Thema Schnittstellen, welches System dahinter hängt, ist bei jedem unterschiedlich. Dort wird dann entsprechend über Standards die Daten aus dem SAP oder dem ERP übernommen, dass man Stammdaten und Bewegungsdaten erben kann. Das ist also ein kleiner Ausblick, wie kann Kupplender noch aussehen. Dieses Personalmodul ist ein spannendes, aber eben nur ein kleiner Teil aus dem, was Kupplender insgesamt leisten kann. Und damit zurück ins Funkstudio. Vielen Dank. Ich hoffe, ich kann jetzt auch jeder wieder unsere Folien sehen. Danke, Heinrich, für den spannenden Einblick. Ich hoffe, wir konnten Ihnen in diesem Schnelldurchlauf ein bisschen mehr Klarheit geben über, was kann HR Analytics im Bereich der Personalkostenplanung, wie können wir hier durch die Integration und die gute Zusammenarbeit mit Kupplender auch einen echten Mehrwert schaffen. Das Ganze haben wir gemeinsam in bester Zusammenarbeit entwickelt und wir sind uns sicher, dass Sie mit dem Tool weniger Zeitaufwand erstmal in der Planung haben, auf alle Fälle mehr Transparenz reinbekommen. Sehr einfach, dazu sind wir jetzt in der Demo nicht gekommen, natürlich Simulationen und Variantenrechnungen betreiben können, denn diesen Forecast kann man sich jederzeit kopieren, sich neu daran anmelden und einfach mal ein paar Dinge verändern, die Varianten gegeneinander stellen, natürlich auch sich entscheiden, welche davon möchte ich dann in meinen Berichten zeigen. Das war im Export nach HR Analytics der Fall. Und natürlich kann man die Werkzeuge auch flexibel anpassen und skalieren. Da denke ich, wird es vielleicht auch gleich noch in der Fragenrunde noch mehr drum gehen. Und was wir auch dadurch, dass wir diesen standardisierten Gedanken gewählt haben, garantieren können, ist eben eine kurze Einführungszeit, weil wir eben nicht bei Null starten. Ja, wie geht es weiter? Was können Sie nach diesem Webinar von uns erwarten? Zunächst einmal bekommen Sie eine E-Mail von mir mit den Unterlagen, die Sie heute gesehen haben. Außerdem haben wir diese Session auch aufgezeichnet. Das heißt, in der E-Mail wird es auch einen Link geben, sodass Sie den einen oder anderen Teil aus der Demo sich nochmal näher bringen können. Außerdem würden wir Sie gern persönlich besuchen kommen, um Ihre konkreten Anforderungen an so ein Personalplanungstool zu besprechen. Gerne stehen wir dann natürlich auch zur Verfügung, falls weitere Personen bei Ihnen im Hause noch Erklärungsbedarf haben. Genau, das hier sind nochmal meine Kontaktdaten. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben oder rufen Sie mich an. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei waren. Vielleicht bleiben Sie auch noch ein bisschen bei uns, wenn Sie noch die Zeit haben, obwohl wir fast durch sind, denn jetzt geht es noch rüber zu den Fragen. So, wo haben wir die Fragen? Und zwar interessiert es Sie, handelt es sich um ein Analysetool für den deutschen Markt oder ist es auch im internationalen Markt einsetzbar? Thomas, die Frage geht an dich. Also grundsätzlich sind beide Tools, die Sie jetzt gesehen haben, mehrsprachig aufgesetzt, das heißt mindestens auf Deutsch und Englisch verfügbar. Was die Abbildung der Logik nicht nur verfügbar, sondern auch eingesetzt. Also gerade DM ist ja auch ein Kunde, der es international einsetzt. Kupplender hat ganz viele internationale Kunden, insbesondere Konzerngesellschaften, die das Werkzeug an verschiedensten Standorten einsetzen. Der zweite Aspekt ist natürlich aber die Frage der HR-Logiken im Bereich der Planung. Natürlich orientiert sich das Modell, das wir hier jetzt gesehen haben, schwerpunktmäßig, wir haben ja Tarifverträge etc. gesehen, an einem, sag ich mal, deutschsprachigen
Modell, das wir hier vorrangig einsetzen. Es ist aber alles parametrisierbar. Das heißt, wenn es keine Dinge wie Stufungen gibt, dann gibt es vielleicht trotzdem prozentuale Lohnnebenkosten und Ähnliches. Manchmal auch Lohnnebenkosten pro FTE. Dafür sind im Prinzip Funktionen schon vorgesehen und allfällig komplexere Rechenlogiken, die vielleicht in einer, sage ich mal, gesetzlichen Lage eines besonderen Landes noch dazu kämen, die kann man natürlich mit dem System abbilden. Vielleicht, okay. noch ergänzend dazu. Co-Planet kommt ja ursprünglich aus Österreich, das heißt, originär ist die Planungslogik für die Personalplanung an Österreich angelehnt. Österreich tickt da etwas anders als Deutschland in Sachen wie viele Monatsgehälter gibt es und Ähnliches. Also ja, es ist auf jeden Fall anpassbar auf die jeweiligen Konfigurationen des Landes und auch wenn sie im Konzern sind, dann wird jede Gesellschaft nach ihrer lokalen Logik planen können. Okay, wunderbar. Kommen wir zur zweiten Frage. Beim Beispiel Elternzeit ist ja eine taggenaue Betrachtung nötig. Elternzeit hängt ja am Geburtstag des Kindes. Gibt es hier auch monatsanteilige Betrachtungsmöglichkeiten oder Aufteilung? Thomas? Ja, also ich gebe zu, wir haben in der Demo ein sehr einfaches Beispiel genommen. Wir sind ja auch in der Planung. Wir wissen es nicht genau, wann wir die Elternzeit da sein, weil es hängt ja davon ab, wann das Kind kommt. Entsprechend ist es auch nicht planbar. Was wir natürlich tun können, man kann verschiedene Varianten wählen. Ich kann jetzt hier mit anteiligen FTEs das auf mehrere Monate verteilen. Oder ich kann es explizit dann in den Plankosten, da sind wir jetzt nicht so tief reingegangen, auch einfach übersteuern. Es gibt aber im Standard jetzt nicht notwendigerweise einen Schalter, wo Sie sagen können, das ist das Datum. Das könnte man aber noch entsprechend bereitstellen, wenn Sie denn sagen, Sie brauchen diese Planungsgenauigkeit. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, die geht in die gleiche Richtung. Ist es auch möglich, für eine Einstellung oder geplante Elternzeit das genaue Datum anzugeben, zum Beispiel Einstellung zum 15. oder Elternzeit vom 10. bis zum 9. des Folgemonats? Geburt ist nicht planbar, aber... Ja, bleibe ich bei meiner Antwort. Okay. Gut, kommen wir zu der nächsten Frage. Muss ich HR Analytics haben, um HR Planning nutzen zu können? Ja, Thomas, beantworte ich auch gerne. Sie müssen nicht HR Analytics haben. HR Planning funktioniert standalone, wird per Schnittstelle an beliebige Vorsysteme angedockt. Sie haben natürlich Vorteile, wenn Sie HR Analytics haben, weil Sie dann schon die Standardschnittstelle, die Sie eben gesehen haben, nutzen können. Gut. Kommen wir zu einer Frage, die an Heinrich gerichtet ist. Können Sie die Kosten eines Mitarbeiters auch auf mehrere Kostenstellen aufteilen? Ja, klar. Wobei das in der Logik nicht viel ändert an dem, was wir gesehen haben. Jeder Mitarbeiter wird einer Kostenstelle zugeordnet sein, sondern für eine Kostenstelle, wo auch sein Vorgesetzter aufgehängt ist. Die Kosten, die da aber auf den Mitarbeiter laufen, werden dann im Zuge der Übergabe an die G&V bzw. die Kostenstellenrechnung gegebenenfalls aufgeteilt nach Prozenten oder nach einem anderen Bezugsfaktor, der sich im Plan ergeben hat. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Welche Datenbank wird für die Speicherung der Plandaten verwendet? SSAS? Thomas? Die Frage ist ganz schnell beantwortet. Der Microsoft SQL Server, was Sie jetzt in HR Analytics gesehen haben, das ist ein SSAS-Würfel gewesen, der eben auf unser relational ebenfalls SQL-Server-Datenbank aufsetzt und Co-Planner hat selbst eine mehrschichtige Logik, das heißt, dieses Mehrdimensionale, das Sie gesehen haben, ist eine Co-Planner-eigene Logik, aber jeder Datensatz, sobald Sie ihn erzeugen, wird automatisch und unmittelbar im SQL Server gespeichert, was natürlich für uns jetzt im Datenaustausch und im Aufbau dieser Schnittstelle sehr, sehr angenehm war. Gut, dann wäre es das von unserer Seite gewesen. Wir sind in der Zeit geblieben. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie dabei waren. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, Sie haben persönlich etwas gelernt heute und Sie können daraus etwas ziehen. Wir freuen uns über einen weiteren Kontakt. Und in diesem Sinne noch einen schönen Tag bzw. Mahlzeit.